In einer fernen Galaxie, auf einem Planeten namens Nova, träumte ein junger Mann namens Alex davon, der galaktischen Elite-Marine beizutreten. Er war schon immer fasziniert von den Geschichten über waghalsige Weltraumschlachten und die tapferen Piloten, die in ihnen kämpften. Als er aufwuchs, verbrachte Alex seine gesamte Freizeit damit, die Geschichte der galaktischen Marine zu studieren und alles über die fortschrittliche Technologie zu lernen, die sie verwendeten. Er war entschlossen, eines Tages Pilot zu werden und seinen Planeten vor den gefährlichen außerirdischen Bedrohungen zu verteidigen, die in der Galaxie lauerten. Als er aufwuchs, hatte Alex einen besten Freund namens Jake. Jake und Alex sind zusammen aufgewachsen und teilten die gleiche Leidenschaft für die galaktische Marine. Sie verbrachten Stunden damit, über ihre Träume zu sprechen, dem Militär beizutreten und ihren Planeten zu schützen. Sie waren wie Brüder, die immer aufeinander aufpassten. Als sie älter wurden, erkannten Alex und Jake, dass sich ihre Wege trennen würden. Jake interessierte sich mehr für den Bodenkampf und beschloss, sich dem galaktischen Bodenmilitär anzuschließen. Alex konzentrierte sich auf seinen Traum, Pilot zu werden, und beschloss, sich bei der Marine zu bewerben. Als er älter wurde, arbeitete Alex hart, um sich in seinem Studium zu übertreffen, und trainierte unermüdlich in körperlicher Fitness. Er wusste, dass er der Beste der Besten sein musste, um in die Marine aufgenommen zu werden. Schließlich kam der Tag, an dem Alex alt genug war, um sich bei der Marine zu bewerben. Er bestand die strengen körperlichen und geistigen Prüfungen mit Bravour und wurde in das renommierte Pilotenausbildungsprogramm aufgenommen. Das Training war intensiv und anspruchsvoll, aber Alex war fest entschlossen, erfolgreich zu sein. Er studierte fortgeschrittene Navigation, Waffensysteme und Nahkampf. Er lernte auch, wie man das fortschrittliche Kampfraumschiff der Marine, die Nova Star, fliegt. Im Laufe des Trainings wurde Alex einem Team von Pilotenkollegen zugeteilt. Sie trainierten zusammen, flogen zusammen und bildeten eine starke Kameradschaft. Sie waren wie eine Familie, jeder von ihnen motiviert durch den gleichen Wunsch, ihren Planeten und die Galaxie vor jeder Bedrohung zu schützen, die auftauchen könnte. In der Zwischenzeit durchlief Jake sein eigenes strenges Training, um ein Teil des Elite-Bodenmilitärs zu werden. Er trainierte in verschiedenen Formen des Kampfes, Waffenhandhabung und Strategie. Er war entschlossen, einer der besten Soldaten zu werden, die der Planet je gesehen hat. Obwohl sie jetzt in verschiedenen Zweigen des Militärs waren, blieben Alex und Jake immer noch in Kontakt. Sie riefen sich gegenseitig an und erzählten Geschichten über ihre Ausbildung und ihre Fortschritte. Sie freuten sich über den Erfolg des anderen und wussten, dass sie immer hinter dem anderen stehen würden.
Als das Training vorbei war, wurden Alex und Jake auf ihre erste Mission entsandt, ihren Planeten vor einer mächtigen außerirdischen Flotte zu verteidigen, die sich ihrem Planeten näherte. Alex würde in der Nova Star fliegen und die Luftschlacht anführen, während Jake am Boden die Bodentruppen anführen würde. Der Kampf war erbittert, aber mit ihrer fortgeschrittenen Ausbildung und den mächtigen Nova-Star-Kämpfern konnten sie den Feind ausmanövrieren und als Sieger hervorgehen. Die Geschichte von Alex und Jake ist eine Erinnerung daran, dass wahre Freundschaft und Kameradschaft immer Bestand haben werden, auch wenn unsere Wege auseinandergehen, und dass sie gemeinsam jede Herausforderung meistern können.